So, da würde ich sagen, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Resident Evil. Wir befinden uns jetzt hier im Schloss mit unserer neuen tollen Waffe. Also mit dem Anhänger von unserer Waffe. Und in der letzten Folge haben wir es mit den vier Grafen zu tun bekommen. Und einen Haufen Freaks. Liegt ein Fünf. Nee, hier kann ich was einsetzen, ne? Interessant. Da habe ich noch was zum Lesen. Norsteins Labyrinthe. Oder Norse, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er vier Kugellabyrinthe: das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jenes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen spezial gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Nordsteins vier geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Interessant, es wird echt noch was mit dem Spiel zu tun haben. Ich denke, die Labyrinthe und die ganzen Orte werden wir aufsuchen. Ansonsten können wir hier jetzt nichts machen, ne? Raum wird mir noch rot angezeigt. Das liegt an der Schreibmaschine und an dem Rätsel. Hier rechts kamen wir. Wir können nach oben, wir können nach links oder wir können geradeaus. Findet die vier Engel. Suchst du Insekten? nach Rose? Ihr seid nicht mehr. Warum ist denn immer alles so brutal? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Gott, ist die süß. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, hey. Was sofort auf. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey, lass mich runter. Na toll, da hänge ich jetzt. So ganz alleine. Oh Gott, oh mein Gott. Oh Mann, ist der zäh. Oh, der spaltet sich einfach mal die Hände, um loszukommen. Abgefahren. Leute, abgefahren. Die sind doch völlig krank. Abgefahren. Oh, da zieht sie mich zusammen. Ja, genau. Gleich mal eine Flasche.
Der kriegt's immer ab, ey. Übelst. Ah, ein Weinglas. Das können wir bestimmt den Händler verkaufen. Wie heißt der Duke, glaube ich? Ja, die Tür, die wird jetzt vermutlich offen sein. Okay. Könnte ich jetzt wahrscheinlich den Dietrich einsetzen. Trophäe, Kleinganove. Und ein bisschen Schrotflintenmunition. Nice. Okay, dann sind wir hier in dem Raum fertig. Unser Fluchtweg. Tja, weg bin ich. Ein Ring. Ah, hier rechts haben sie mich eingesperrt. Ertriegelt. Aber wir sind hier im Gang noch nicht fertig. Gibt's noch was? Oh. Hier muss es aber noch was geben. Ah. Jetzt sind wir fertig. Wo haben Sie Rose hingebracht? Drüben ist der Speicherraum. Und der Händler. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. So, können wir wieder was verkaufen. Kristallfragment. Billiger Plunder? Weinglas? Oh, ganz schön viel gibt's für den. Ich hab doch da noch was bekommen. Ein gut. Rostroges Auge. Ob ich den verkaufen kann? Gutes ich glaube, Geschäft. Ich glaube, den werde ich brauchen. Kann man nicht kaufen. Ne? Wir lassen das so. Fertig? Ja, wir sind fertig. Wir lassen das so. Hast du auch nichts vergessen? Nö. Na klar. Okay, dann geht's jetzt eigentlich nur noch nach oben. Hmm.
Die Tür ist zu, ne? Die wird mir rot angezeigt. Sie war zu. Hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Oder? Ja. Warte mal, die Vase kann man doch kaputt machen. Mach alles kaputt. Hier in dem Raum ist noch was. Oder ist es vielleicht oben? Kann natürlich auch oben sein. Okay, jetzt ist der Raum fertig, sehr schön. Check mir mal die Tür da vorne. Verschlossen, also geht's nach oben. Schönes Haus. Oder, naja, es ist ja ein Schloss, ne? Okay, ich würde sagen, gehen wir erstmal hier rein. Oder auch nicht. Dann die andere Seite. Ich mache mir gern erst die Seitengänge. So, das hätten wir. Kann ich das Auge einsetzen? Oh nee. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich kann mich kaum noch beherrschen. Hab ich's geschafft? Ach, Gott sei Dank. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Oh, jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Hättest vielleicht mal abhauen sollen, als du noch konntest. Musik, okay. Geht's denn jetzt hier weiter? Geht's doch runter, da muss doch auch weitergehen. Ach, da kann ich durch.
Der Raum wird mir aber noch rot angezeigt. Hier muss noch irgendwas sein. Seltsam. Da ist die Frau rein, ne? Gehen wir mal in die Richtung. Komisch gemacht. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Seltsam. Trust and Light. Ah, warte mal. Danke für den Hinweis. Oh, jetzt ist es gruselig. Art Gefängnis, Folterkammer. Was in der Richtung? Gibt's auf alle Fälle noch was zum Sammeln, ne? Aber ich finde nichts. Da. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben, aufgeweckt. Wer die wo sind? Was war das? Oh Gott, ey. Hör doch da was. Das schleift doch irgendwie Metall oder so. Hilfe. Mann. Ah.
gucken, nicht, dass die auch von hinten kommen. Scheint nicht so, ne? Aber da hört man noch welche. Gruseliger Ort. Noch 30 Schuss, 40 Schuss. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da noch erstmal mehr Munition machen muss. Hui. Ist hier immer in der Überzahl kommen? Da ist er ja. Ach komm, treff halt. Ah nein, das wollte ich nicht. Ich bin so blöd, Leute. Ich habe gerade meine Bombe ver... Ich wollte auf die Schrotflinte wechseln. Oh Mann, ich hätte die echt noch gebrauchen können. Verkackt. Kann ich da durch? Nee. Da kommt wieder einer. Da auch. Oh. Wir hätten euch die Waffen gegeben. War knapp. Eine Halskette. Das sind noch mehr von denen. Gott, ey. 19 Schuss, 29 Schuss haben wir noch. Schrotmunition haben wir auch noch. Oh Gott, das ist knapp, Leute. Mann, ihr fangt an, mich zu stressen. Ihr fangt echt an, mich zu stressen. Jetzt machen wir doch mal ein bisschen Munition. Heilung können wir auch machen, ne? Wenigstens ein paar Schuss mehr. Aber es wird mir noch rot. Da habe ich irgendwas habe ich vergessen. Keller. Ich glaube, jetzt sind wir den ganzen Bereich zurück. Hier speichert es. Würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann seid auch wieder bei der nächsten Folge mit am Start. Danke fürs Einschalten, danke fürs Kommentieren und danke fürs Liken. Tschüss.